Hallo und herzlich willkommen wieder auf meinem Kanal FlashGameZocker. Es gibt auf diesem Kanal schon so einige Videos über Bossgegner. Die nervigsten Bosse, die leichtesten Bosse aus Mario, die schwersten Bosse aus Mario, die schwersten Bosse aus Cuphead. Was es aber bis heute nicht gibt, ist ein Video über die schwersten Bosse aller Zeiten. Das ist mir neulich auch aufgefallen und muss natürlich behoben werden. Und ja, meine langjährigen Zuschauer werden einige der Bosse in diesem Video bereits kennen, aber es sind auch viele neue Kandidaten dabei. Auch Platz 1 habe ich noch nie zuvor in einem Video erwähnt. Bevor es aber richtig losgeht, wollen wir noch zwei Regeln aufstellen. Erstens, die Liste der nervigsten Bosse hatten wir schon. In diesem Video geht es deswegen nur um im positiven Sinn schwere Bosskämpfe, also nur Kämpfe, die zwar schwer, aber fair und spaßig sind und nicht sowas wie das hier. Ugh. Zweite Regel, nur ein Bossgegner pro Spiel. Ganz einfach deswegen, damit dieses Video abwechslungsreicher wird und nicht zur Hälfte aus Cuphead besteht. Legen wir also endlich los. Beginnen wir diese Liste mit dem Rematch gegen Fausto Zuma in Super Mario Odyssey. Und ja, auch ich musste diesen Namen nochmal nachschlagen. Der eisige Kopf aus der Kopfstandpyramide ist ein wunderbarer Einstieg in diese Liste. Er ist nicht brutal schwer, aber fordernd genug, damit man zahlreiche Versuche brauchen wird. Seine Angriffe sind, wie es sich für einen schweren Boss gehört, sehr schnell, sehr kraftvoll und sehr unterschiedlich. Da wären verschiedene Angriffe mit seinen Händen, mit denen der Mario unbedingt zerquetschen will, das Heraufbeschwören von Legionen von Zombies oder Geistern? Oder Zombie-Geistern, ich habe keine Ahnung, was das für Viecher sind. Oder auch sein gefürchteter Eisregen. Diese Angriffe finden selbstverständlich nicht hintereinander, sondern gleichzeitig statt. Und nach 3 Treffern ist man auch schon tot. Doch auch er selbst segnet nach 3 geglückten Attacken bereits das Seitliche, sodass Fausto Zuma zwar alles andere als einfach, aber noch keine Königsklasse der Bosse darstellt. Aber glaubt mir, das wird sich im Verlauf dieser Liste ändern. Schon deutlich herausfordernder ist der Boss, der sich auf Platz 9 befindet. Der Secret Boss aus Yoshi's Crafted World ist quasi eine Art Boss Rush, da er aus mehreren Phasen verschiedener anderer Bosskämpfe hintereinander besteht. Dem Dosenkondor, der Krokolog und dem Mecha Bowser. Natürlich sind diese Phasen aber nicht 1:1 nachgestellt, sondern in deutlich herausfordernder. Und als wäre das schon nicht genug, folgt zum Schluss auch noch ein Abschnitt als Los-Los Yoshi. Dieser Kampf ist schon wirklich herausfordernd, aber den 9. Platz auf dieser Liste verdient er sich durch den Challenge-Modus, in dem man ihn mit 3 Bedingungen besiegen muss. Erstens, lass keine Donut-Plattform abstürzen. Geht ja noch. Zweitens, besiege Kamek in unter 2 Minuten 50 Sekunden. Schon deutlich schwieriger, da dieses Zeitlimit wirklich eng ist. Drittens, besiege Kamek, ohne auch nur einmal getroffen zu werden. Horror! Vor allem der letzte Abschnitt als Los-Los-Yoshi ist mit dieser Challenge richtig schwer, da man sich absolut keine Fehler erlauben darf und jeden einzelnen der gefühlt 1000 Gegner abwehren muss. Was das Ganze ein wenig entschärft, ist die Tatsache, dass man diese 3 Bedingungen nicht alle gleichzeitig erfüllen muss, man kann sie sich auf 2 oder 3 Runs aufteilen. Dennoch bleibt der Kampf gegen Kamek, wenn man das Spiel zu 100% durchspielen will, eine echt große Herausforderung. Jetzt kommen wir zum ersten von nur 2 Final-Boss-Kämpfen auf dieser Liste. Ja, in den meisten Spielen ist der Bossgegner vor oder auch nach dem Final-Boss noch schwerer als dieser selbst. Nicht jedoch in Donkey Kong Country Tropical Freeze. Denn dieses Spiel hat ja so einen wundervollen Modus, der nennt sich extra schwer. In diesem Modus habt ihr nur ein einziges Leben und anders als Fausto Zuma auf Platz 10 hält König Qual dieses fette Walross ganze 9 Treffer aus. Es gibt dabei nichts Bestimmtes, was diesen Kampf so krass fordernd macht, aber die Kombination aus Instant-Kill-Mechanik, die Länge des Kampfes und seine echt fiesen Attacken machen diesen Bosskampf zu einer wirklichen Herausforderung. Das Schlimmste daran ist vermutlich, ihm überhaupt Schaden zu machen. Denn wenn man auf ihn draufspringen will, muss man verdammt gut timen. Denn springt man nur ein bisschen zu früh oder zu spät, verfehlt man ihn oder wird noch schlimmer von seinem Hörnerhelm aufgespießt, welcher vielleicht eine leicht überdimensionierte Hitbox besitzt. Doch auch seine Angriffe mit Eisdrachen, Lava und vielem mehr sind nicht zu unterschätzen. König Qual ist der erste Gegner auf dieser Liste, für den ich über eine Stunde gebraucht habe. Und wir sind gerade mal bei Platz 8. Da ist also noch eine Menge Luft nach oben. Ich habe ziemlich lange überlegt, ob ich diesen Bossgegner wirklich in die Liste mit aufnehmen will, da er eigentlich gegen die erste Regel verstößt. Keine nervigen Bosse. Aber dann habe ich genauer überlegt und mir wurde klar, normalerweise drischt man einfach wild auf ihn ein und ärgert sich über sein unberechenbares Verhalten. Ich bin da genauso, aber in seiner ultimativen Form ist der Kampf ganz anders. Kleine Quizfrage, was ist schwerer als ein Kampf gegen ihn in der Erinnerung, also im DLC, oder ein Kampf gegen ihn im Master Mode? Richtig. Ein Kampf gegen Ganon Sonnenfluch im Master Mode und im DLC ist der wohl schwerste Zelda-Boss, der jemals existiert hat. Man ist mit nur 2 Schwertern ausgerüstet, hat weder Bögen noch Nahrung und der Gegner kann Leben regenerieren. Heidewitzka. Aber im schwerstmöglichen Szenario gegen Ganons Donnerfluch bemerkt man plötzlich, hey, dieser Gegner ist ja doch nicht so unberechenbar. Im Gegenteil, er folgt festen Mustern und Schemata.
und nach lernt man diese Muster zu erkennen, seinen Angriffen auszuweichen und ihm möglichst schnell viel Schaden zuzufügen. Denn das muss man tun, regeneriert er sich zu oft, reicht die Haltbarkeit der zwei Schwerter einfach nicht aus, um ihn den Gar auszumachen. Man muss also wirklich clever taktieren, in den richtigen Situationen angreifen, Schlieger-Fähigkeiten und Reckenkräfte einsetzen. Dann hat man zwar immer noch einen wirklich fiesen Boss vor sich, den man aber mit genug Übung in die Knie zwingen kann. Bei mir klappte das tatsächlich schon beim 7. Versuch. Und auch wenn der Kampf nicht unfair ist, richtig anstrengend war er auf jeden Fall. Die Mario & Luigi Reihe ist eine wirklich coole und inzwischen leider tote RPG-Serie, die für einige Qualitäten bekannt ist. Ein hoher Schwierigkeitsgrad gehört eigentlich eher nicht dazu, normalerweise sind diese Spiele eher einfacherer Natur. Das einzige Spiel, das hier ein bisschen aus der Reihe tanzt, ist Dream Team. Schon an sich liegt der Schwierigkeitsgrad ein Stück über dem Niveau anderer Mario & Luigi Rollenspiele und im schweren Modus werden wirklich ganz andere Seiten aufgezogen. Es war gar nicht mal so einfach, sich hier für einen Boss zu entscheiden. Kamek hat mich sehr lange aufgehalten, Giga Bowser sowieso, aber von dem ist eigentlich nur ein kurzer Abschnitt wirklich schwer, der auch eher in die Kategorien nervig fällt. Die Penhenne dagegen ist nicht nervig, sondern einfach nur bockschwer. Der Kampf gegen sie ist mehr oder weniger geskriptet, heißt, er folgt einem festen Muster. Ihre Angriffe sind exakt dieselben wie im Normalmodus, nur mit dem Unterschied, dass sie ein bisschen mehr Schaden zufügen. Soll heißen, ein einzelner Treffer kann einen gerne mal ein Drittel der KP kosten. Und ihre Angriffe sind fies. Seien es die explodierenden Eier, der Warp-Tunnel oder wenn sie direkt auf einen zugestürzt kommt, jedes Mal muss man sehr schnell und präzise reagieren, was durch die Touch- und Gyro-Steuerung oft leichter gesagt als getan ist. Und wenn man verkackt, ist man schneller Game Over, als man gucken kann. Trotzdem habe ich den Boss nicht wirklich als unfair, sondern einfach nur als sehr fordernd wahrgenommen. Und dennoch gibt es einen Boss aus einem Mario & Luigi Game, der noch schwerer ist. Und jeder, der die Reihe gut kennt, weiß auch schon, welchen ich meine. Die Rede ist selbstverständlich von Bowser X, dem Secret Boss der Kampfarena aus Mario & Luigi Abenteuer Bowser. Dieser Bosskampf kam mir als Kind fast unmöglich vor, vor allem weil nicht einmal Nintendo in der Lage war, ihn zu besiegen. Aber ein Kumpel von mir hatte ihn damals besiegt und war im Besitz der großen Bowser-Trophäe, während ich immer und immer wieder scheiterte. Wenn man jetzt nur diese epische Geschichte hört, könnte man denken, Bowser X läge bestimmt auf Platz 1 oder 2 dieser Liste, jedoch kommt ein nicht zu vernachlässigender Teil der Schwierigkeit dieses Kampfs daher, dass man ein so hohes Level erreichen muss, um ihn besiegen zu können, und auf stundenlanges Grinden hatte ich als Kind nun mal keinen Bock, sodass ich Bowser meistens völlig unterlevelt gegenüberstand. Das Spiel selbst empfiehlt einem Level 50 und aufwärts. Ich würde sagen, dass man es auch schon mit Level 45 schaffen kann, aber natürlich wird der Kampf mit zunehmendem Level einfacher. Es soll jetzt aber nicht heißen, dass der Kampf einfach ist. Ganz im Gegenteil. Seine Attacken sind extrem stark, insbesondere die Scheigerschleuder kann einen der beiden Brüder gerne mal mit einem Treffer besiegen. Er besitzt sogar eine Rematch-exklusive Attacke, bei der er sich in einen Riesen verwandelt und Mario & Luigi vor ihm fliehen müssen. Moment mal, Bowser verwandelt sich in seine Gigantenform, während der Kampf ja in Bowser selbst stattfindet? Ich hinterfrag's mal einfach nicht. Zusätzlich wird der Kampf noch durch das Rundenlimit erschwert und natürlich durch den Elefant im Raum, die Bildfehler. Nach einer gewissen Zeit werden Animationen, Menüs und Texte wie auch Zahlen völlig verbuggt und zeigen nur noch einen Wirrwarr aus allen möglichen Texturen an. Wobei ich bis heute nicht sicher bin, ob das tatsächlich Glitches sind, denn ja, sie wirken so und kommen auch nur in der europäischen Version des Spiels vor, wirken an manchen Stellen aber so passend, ja fast schon geskriptet, dass sie auch gewollt sein könnten. Wir werden es wohl niemals erfahren. Was ich aber nach vielen, vielen Versuchen dann doch erfahren habe, war, wie die große Bowser-Statue auf meinem eigenen DS aussieht. Und da ist es auch schon, das für seinen Schwierigkeitsgrad berühmt-berüchtigte Cuphead. Dieses Spiel hat, wie schon erwähnt, viele verdammt schwere Bosse. Dr. Karls Roboter, den Geister-Express und natürlich den Teufel höchstpersönlich. Aber keiner von ihnen ist so schlimm wie Zacharias Zwitscher im Expertenmodus. Dieser in einer Kuckucksuhr steckende Vogel ist der ungeschlagene König der rasenschnellen Cartoon-Bosse. Unterteilt ist er, wie alle Cuphead-Bosse, in mehrere Phasen, in seinem Fall sind es 4. In der ersten Phase wird man entweder mit Eiern beschossen, die sich in 5 Fragmente aufteilen, oder mit 3 Gewehrkugeln. Hier überall auszuweichen ist ungefähr so kompliziert, wie es jetzt schon aussieht. In der zweiten Phase kommt er anscheinend in die Mauser, denn er feuert gefühlt sein halbes Federkleid auf Cuphead. Tatsächlich entkommt man diesen Angriffen aber sogar relativ einfach, sodass diese Phase die einfachste des gesamten Kampfs ist. Doch danach folgt mit Abstand die schlimmste Phase. Zacharias Sohn erscheint und beschießt einen mit Projektilen. Das allein wäre ja nicht schlimm, aber er wird von 6 mit einer Wahnsinnsgeschwindigkeit rotierenden Eiern umgeben. Und der Vogel bewegt sich. Und die Eier bewegen sich mit. Und der Radius des Eierwirbels ändert sich permanent. Die Kombination aus all diesen Faktoren wird perfekt durch die Chaos-Theorie beschrieben. Wann, wo, welches Ei sein wird, ist nahezu unberechenbar, sodass man oft durch die wirklich, wirklich engen Lücken durchwitschen muss, wofür man vielleicht so, ja, 1-2 Zehntelsekunden Zeit hat. Diese dritte Phase hat mich unzählige Versuche gekostet und ist der Grund, warum Zacharias Zwitscher in dieser Liste den 4. Platz belegt. Apropos 4.
Die vierte und letzte Phase, in der der Vogel schon halb tot ist, ist auch nicht ohne, aber nichts im Vergleich zu den 6 rotierenden Eiern des Teufels. Wir befinden uns inzwischen auf dem Siegertreppchen. Bronze geht wohl an den schlimmsten Bossgegner, dem ich jemals in einem RPG gegenüberstand. Das Duo Stratos und Delilah aus Bug Fables. Dieses wundervolle Indie-Spiel besitzt ein ähnliches Kampfsystem wie die klassischen Paper Mario-Spiele. Man hat ein aus 3 Käfern bestehendes Team, man hat Kraft- und Spezialpunkte und man kann durch präzise Knopfdrücke eigene Angriffe verstärken sowie gegnerische Angriffe abschwächen. Falls ihr noch mehr über das Spiel wissen wollt, empfehle ich euch mein Video zu dem Spiel, welches auf dem i verlinkt ist. Zurück zum Bosskampf selbst. Warum ist dieser optionale Postgame-Kampf so schwer? Nun, beide Gegner sind absolut krasse Viecher. Beginnen wir mal mit dem Herkuleskäfer Stratos. Sein Basis-KP-Wert von 100 ist der höchste im gesamten Spiel und als wäre das noch nicht genug, besitzt er auch noch eine Verteidigung von 3. Dazu muss man wissen, dass die Zahlen in Bug Fables, also KP, Angriffsstärke etc., nochmals niedriger sind als in Paper Mario. Eine Verteidigung von 3 führt also dazu, dass sehr viele Angriffe kaum oder gar keinen Schaden machen. Auch seine Attacken sind extrem heftig, sie teilen nicht nur massiv Schaden aus, sondern senken auch noch die eigenen Angriffs- und Verteidigungswerte. Aber die Mücke Delilah ist noch schlimmer, zwar sind ihre Stats mit 70 KP und 2 Verteidigung nicht ganz so extrem, dafür sind ihre Angriffe aber umso fieser. Die schlimmste Attacke von allen ist ganz klar ihre Kanone. Nein, dieser Clip wurde nicht bearbeitet, die Angriffe sind wirklich so schnell. Wenn man nur einmal das Blocken verkackt, ist man direkt komplett aus dem Rhythmus, bekommt extrem viel Schaden ab und wird obendrauf auch noch paralysiert, vergiftet, eingeschläfert und abgeschlachtet. Das ist wirklich ein knallharter Boss, bei dem Loviata aus Paper Mario 2 heulend in der Ecke sitzt und der mich locker 2 Stunden meines Lebens gekostet hat. Die Silbermedaille bekommt der Gegner aus dem Story-Modus von Super Smash Bros. Brawl, wenn man ihn im höchsten Schwierigkeitsgrad bekämpft. Tabu höchstpersönlich. Ach, Brawl, wie sehr vermisse ich die Zeiten, in denen Smash noch einen richtigen Story-Modus haben konnte. Also, das hier zählt nicht. Lächerlich. Der Supra-Emissier an sich ist schon super schwer, wenn man auf heftig spielt, da selbst normale Treffer um die 30-40% Schaden verursachen und einen schnell aus dem Bild katapultieren können. Und da ist Tabu wahrlich der krönende Abschluss. Er ist schon an sich wirklich stark, seine Angriffe sind wahnsinnig schnell und mächtig, aber auf heftig ist er nochmal eine ganz andere Nummer. Man hat zwar 6 Kämpfer für diesen Kampf zur Verfügung, 2 mehr als für normale Bosse, aber glaubt mir, die sterben wie die Fliegen. Tabus Angriffe sind im höchsten Schwierigkeitsgrad allesamt so stark, dass sie, wenn man an der falschen Stelle steht, ganz schnell mal einen Instant-Kill hervorrufen können. Und wenn er seine Flügel einsetzt, naja, dann ist man sowieso mausetot. Hier ist es wirklich extrem wichtig, nur mit Kämpfern zu spielen, deren Steuerung man selbst im Schlaf perfekt beherrscht. Denn dann, und nur dann, hat man zumindest die Chance, Tabu irgendwann zu besiegen. Der Goldpokal wird nun vergeben. Er geht an den absolut schwersten Bossgegner, dem ich jemals in meinem Leben begegnet bin. Er taucht in einem Spiel auf, das dem auf dem 3. Platz vorgestellten Bug Fables gar nicht mal so unähnlich ist. Es ist schwer, richtig gut und hat ebenfalls Käfer in den Hauptrollen. Die Rede ist natürlich von Hollow Knight. Und der Boss, den ich meine, ist... der Albtraumkönig Grimm höchstpersönlich. Falls ihr gerade allein vom eingespielten Gameplay fast einen Herzinfarkt bekommt, geht es euch genau wie mir. Die ersten paar Versuche saß ich einfach nur da und dachte mir, was zur verdammten Hölle. Diese Angriffe sind so unfassbar schnell und random, dieser Kampf ist unmöglich zu gewinnen. Aber dann fing ich langsam an, den Albtraumkönig zu verstehen. Ich erkannte die Muster, denen er folgte, und begriff, wie man ihn ausweichen konnte. Was natürlich nicht heißt, dass der Kampf dann einfach war. Ganz im Gegenteil, er war eine unfassbare Ausdauerprobe. Auch wenn seine Angriffe alles andere als random ist, liegt das Tempo und die Intensität jenseits von Gut und Böse. Man muss sich wirklich komplett konzentrieren und darf sich keine Fehler erlauben, denn habe ich schon erwähnt, dass alle seine Attacken doppelten Schaden zufügen? Der schlimmste Angriff sind dabei ganz klar die aus dem Boden wachsenden Stacheln, da ihr Wachsmuster jedes Mal anders ist und einem wirklich nur ein paar Frames bleiben, um zu reagieren. Dieser Bossgegner hat den Titel Albtraumkönig wirklich verdient, denn er wird euch in euren schlimmsten Träumen verfolgen. Doch wie bereits erwähnt, unbesiegbar ist er nicht. Nach mehreren Stunden und ich weiß nicht wie vielen Versuchen konnte ich ihn tatsächlich besiegen. Aber ihr glaubt nicht, wie erschöpft ich danach war. Jeder, der den Albtraumkönig Grimm jemals herausgefordert hat, wird genau wissen, was ich meine. Er hat sich den Titel Schwerster Boss aller Zeiten redlich verdient.